Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich. Hol die zweite. Wie ihr seht, mein Tee ist immer noch nicht viel weiter. Aber ich habe jetzt erstmal die Sachen vom HEMA auf Seite gelegt. Ja, und was soll ich sagen? Wir fangen gleich an und es geht weiter mit meinem Action Haul. Nehmen wir mal erst das Ganze. Oh, die Tasse aus dem Bild als erstes, würde ich sagen. Und nochmal schnell einen Schluck getrunken. Als erstes habe ich dieses Glitzer-Weihnachtspapier mir in Gold und in Kupfer gekauft. Ich bin froh, bei Kupfer habe ich jetzt überlegt, ob ich will, so viel Kupfer nimmt man nicht, ob ich es nehmen soll. Aber jetzt mit meinem Notebook finde ich echt klasse, dass ich Kupfer genommen habe. Also das sind erstmal die zwei sperrigsten Posten, die ich besorgt habe. Dann hatten sie hier diese Velvet Collection Duftlichter, die riechen richtig süß, lecker und ja, was, wie soll ich den Duft beschreiben? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein leckerer Duft, riecht richtig gut. Ja, und wie ihr seht, ist hier so ein Samtbezug um dieser Kerze rum. Ja. Ich fand die einfach ganz süß und habe gedacht, die nehme ich mit. Stelle ich jetzt mal darüber. So, dann habe ich noch mitgenommen Naturmoos. Nehmen wir erstmal das, was am meisten quiekt. Handgepflücktes Naturmoos. Finde ich, ist vielleicht noch schöner als das Moos, was ich, das Islandmoos, was ich hatte. Aber muss ich erstmal gucken. Kann ich euch so auch noch nicht sagen. Packe ich jetzt auch mal nach da hinten. Dann habe ich mir Formtape mitgebracht, weil meine Rolle ist fast leer. Und das Formtape vom Action, das mag ich eigentlich sehr. Ich packe es auch gleich aus. Top, 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 top. Dann habe ich das auch schon wieder hinter mir. Nee. Bei uns wird ja recycelt ohne Ende. Na, ich finde das auch gut. Aber habt ihr die schon mal für Schüttelkarten benutzt? Ich denke mir gerade so, die wären doch auch bestimmt cool für eine Schüttelkarte. Ich schmeiße es mal nicht weg. Ich teste das aus. Cool. Idee, Recycling. Ha, ich meine, aber man kann ja nicht so viel Tape kaufen, dass man zig Schüttelkarten machen kann. Aber okay, man kann es ja auf jeden Fall mal versuchen. Muss man ja nicht gleich alles wegschmeißen. So, dann habe ich gefunden. Diese 12 Candy Canes. Und das sind echte Zuckerstangen. Und ich habe mir überlegt, eventuell die Weihnachtsgeschenke damit zu dekorieren. Naja, durften die mit. Dann habe ich ein Weihnachtsgeschenk für meine kleine Gucci-Bäre. Ich fand das Ding so niedlich. Das ist so ein kleiner Weihnachtsmann. Und ich meine, er ist ja jetzt nicht so besonders groß. Und wenn ich drauf drücken würde, würde er quiek-quiek machen. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst steht er sofort neben mir. Und ist der nicht niedlich? Und er kostete 1,30 Euro, also 1,29 €. Und da habe ich gedacht, das ist doch obermega süß. Und der kriegt er dann von mir zu Weihnachten. Ihr müsstet ihn manchmal sehen. Er hat ein Körbchen, wo er drin liegt. Und hinter diesem Körbchen ist ein Fahrradkorb, wo seine ganzen Spielsachen drin sind. Und er ist aber immer, ja, beschäftigt, die Sachen aus dem Fahrradkorb in sein Körbchen zu holen. Das bis, der buddelt sich so richtig in seinen Spielsachen ein. Aber es sind halt so viele, dann könnt ihr gar nicht mehr da drin liegen. Also von daher tue ich die immer wieder mal raus. Ja, dann habe ich gefunden hier diese super süßen Sternsticker. Ich sehe gerade, es sind ganze Reihen, es sind keine einzelnen. Muss man mal wieder dann auseinanderschneiden, ist aber auch nicht das Problem. Ich fand die einfach nur schön. Dann durften mit Radiergummi, ganz profan, nichts Besonderes.
Aber so ein Radiergummi braucht man halt immer. Dann habe ich gefunden, jetzt muss ich ja ein bisschen suchen. Ich habe hier in zwei Tüten gekramt. Deswegen muss ich ein bisschen kontrollieren. Dieses Herz habe ich gefunden. Es sieht etwas leer und kahl aus. Es ist ein Holzherz, weiß. Aber ich habe mir gedacht, ich mache den Knoten daraus. Hat, glaube ich, auch 1,50 gekostet oder 1,60. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Und wollte was Mixmedia-mäßiges drauf machen. Und ich denke, danach sieht das richtig schön aus. Und das für halt einen Grundpreis von, ich sag mal, 1,50 €, hat man da auch auf jeden Fall mal auch eine schöne Unterlage. Also ein Grundstück und nicht nur immer eine Dose oder sonstiges. Ich meine, ich habe ganz viel schon gesammelt, aber das Herz gefiel mir ganz gut. So, dann habe ich, jetzt muss ich gucken, da hatte ich zwei verschiedene. Wo ist denn der zweite? Nee, das ist das Problem, wenn man jetzt aus zwei Taschen kramen muss. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Block. Also Textures Foil. Ich fand den total mega schön. Ich zeige ihn hier. Ich weiß nicht, ob ihr den schon von anderen gesehen habt. Aber es sind halt immer einmal Uni, einmal foliert. Bei dem Grün wird wohl nichts foliert sein, oder? Nein, zweimal grün. Der ist grün und dann mit Punkten. Hier sind Text rosa-grün, als hätte ich es gewusst mit dem Rosa. Nochmal mit Folie. Blau mit Folie. Rosa mit Folie. Die passen alle gerade super in mein Notebook. Ja, das Grün nicht. Das habe ich auch mehr so für Weihnachten gekauft hier. Weil ich finde, das sind auch schöne Farben. Das muss nicht Weihnachten unbedingt sein. Das auch nicht. Das auch nicht. Aber wie ihr seht, es ist ein richtig schöner Block mit schönen Motiven, die auch mal zum Schluss ganz schnell werden können. So, das war der große Block. Ich finde den richtig mega. So, dann habe ich einmal, zweimal, diesen Block gekauft. Ich glaube, den kennen auch schon alle. Also das ist Cardstock in Weiß, in Kraft, einmal dünn, einmal dick und in Schwarz, einmal dünn, einmal dick. Ich benutze den relativ gerne. Oft sogar für Aufleger oder so. Oder halt den Grundcardstock, weil der ist richtig schön dick und kräftig und man kann ihn super gut verarbeiten. Ah, ich habe doch gesagt, da war noch ein Glitzerstink. Ja, das war ein Sternchen und ich sehe gerade auch, das sind auch Ketten. Also das ist natürlich doof, wenn man dann jetzt mittendrin ein grünes braucht. Aber das war mal wieder grün, deswegen durften die mit, weil ich immer noch nicht das richtige Grün gefunden habe. Dann habe ich noch gekauft einen weiteren Block von den, ich hatte euch ja beim letzten Haul schon diesen Designpapierblock gezeigt, den ich so toll fand, eine neue Art. Das ist jetzt der zweite dazu. Ich habe ihn noch nicht mal durchgeblättert im Action, ich sah ihn nur und habe ihn so mitgenommen, weil, oh geil, schön. Ja, okay, das Einhorn ist ein bisschen kindisch, aber sonst hier, Love steht hier drauf, Kopfhörer, das ist sehr schön. Ah ja, waren ja von jedem drei Stück, 1, 2, 3. Ah, geil, dieser VW-Bus mit diesem Surfbrett, Hammer. Ja, Eis, die Palme ist super schön, die Ananas und die Palmen sind auch toll. Also das Eis, ups, ist jetzt nicht so unbedingt meins. Aber, naja,
Ich meine, es muss ja auch nicht alles sein. Dafür ist der VW-Bus natürlich der Hammer. Ja, hier haben wir Happy Birthday, diesen Palmsonnenuntergang, der ist natürlich sehr schön. Und hier ist auch wieder beglittert. Und diese Einhörnchen finde ich natürlich schöner. Muss ich ganz ehrlich sagen, die sind etwas hübscher gestaltet. So. Ja, haben wir schon wieder Einhörner. Aber die Sonnenuntergänge, die sind doch echt der Hammer, oder? Auch hier ist so schön diese Brücke mit der Aquarelltechnik dahinter. Ja, die Einhörner ist jetzt auch nicht so unbedingt specially meins, aber geht. Ah, wie geil ist das denn? Bananen und Kokos, grüne Bananen, Hammer. Ja, so kommen sie ja eigentlich bei uns in Deutschland an. Das sind schöne Kartenaufleger, würde ich sagen. Und wenn man jetzt einfach eine Grundkarte nimmt, diesen Kartenaufleger ausschneidet, das draufklebt, wo dann draufsteht, Hello New Day, finde ich, hat man schon eine perfekte Karte gebastelt, die auch richtig cool aussieht. Da kann man also richtig schöne Sachen mitmachen, denke ich mir. Unicorns are real, ja, genau. Ja, aber ich bin auch so ein Unicorn-Fan. Hier sind auch wieder Bananen. Der Hintergrund, finde ich, ist auch sehr schön. Die Ananas mit der Brille, ist die nicht cool? Ja, das sollen irgendwelche Früchte sein, aber ist so embossed. Richtig schön. Ja, dann haben wir hier wieder so ein Unicorn, also Einhornband. Und ein altes Auto, finde ich, ist schön. Kann man mal für eine Herrenkarte nehmen. Ja, und das ist dann der letzte. Ja, das ist mein Einhorn. Das finde ich toll. Die mit dem Bus sind auch wieder schön. Und hier steht noch Sweet. Sweet Moment. Also ist ja auch sehr schön. Also ich finde, die Blöcke sind echt cool. Und da werden wir bestimmt die ein oder andere Karte draus machen. Oder halt Text oder sonstiges. Und dann so, die drei durften dann auch mit. Dann habe ich noch gefunden, nochmal diesen, ja, Do-It-Yourself Card Making in Gold, weil, also Schwarz-Weiß-Gold, weil ich fand die einfach so schön, dass ich gesagt habe, ich möchte den nochmal haben. Sehr wahrscheinlich mache ich mein December Daily auch in den Farben Schwarz, Weiß und Gold. Deswegen auch das Washi-Tape in denselben Farben. Das ist so halt meine Welt und ich finde es auch toll. Und von daher musste der nochmal mit, weil da sind natürlich auch viele schöne Deko-Elemente drin, die man dafür wieder benutzen kann. Wenn man mal davon absieht, dass man das für Karten nicht nutzt. Aber ansonsten, die Deko-Elemente sind natürlich der Hammer. Und ich glaube, da ist nichts unschlagbar oder das ist unschlagbar gegenüber anderen Sachen vom Preis-Leistung her. Also durfte der 100% mit. Dann habe ich natürlich nochmal für Mixed Media mir neue Pinsel mitgebracht. Ups, einmal hier die. Ich finde, die sind so mega lang. Aber halt, hier waren auch verschiedene Dicken und ist sehr schön weich und soft. Wie ihr seht, ich bin momentan echt auf dem Mixed Media Trip. Da muss ich echt nochmal der lieben Birgit von Vivo Deko Welt danken, dass sie einfach mal gesagt hat, versuch's doch mal. Ja, und hier ist auch nochmal so ein Fächerpinsel bei und feine, dünne Pinsel. Also von daher habe ich diese Dose auch nochmal mitgenommen. Und ganz ehrlich, Leute, Pinsel werden ja nicht schlecht. Ne? Die fressen auch kein trockenes Brot. Und wenn ich sie jetzt nicht brauche, brauche ich sie wann anders. Also von daher, ich denke, ich werde mir auch die Dose hier dekorieren. Einfach nur ein Papier reinmachen, über den Verschluss kommt ein Band. Und dann werde ich die alle da reinstellen. Also auspacken und alle da reinstellen. Finde ich, ist doch eine tolle Alternative. So, jetzt mache ich hier aber mal ein bisschen Platz. Tumti-dumti-dumti-dum.
weil wir sind ja noch nicht am Ende. Nochmal einen Schluck Tee. Jetzt hole ich erstmal hier ein paar Kleinigkeiten raus. Ja. Unspektakulär. Müllbeutel ist nicht echt interessant. Dann habe ich gefunden. Oh, ich hole das erstmal raus. Sekunde. Das wucht mir sonst. Dann ist die eine Tüte nämlich leer. Dann können wir nämlich in die andere gehen. Und da brauche ich eigentlich noch ein zweites Teil. Where it is. Ist bestimmt im Auto rausgefallen, weil diese Acrylspray-Paint gab's, die hatte ich ja die Tage schon mal in den Rosatönen, dann gab es sie jetzt in den blau-lila Tönen und es war noch eine andere Farbe, ich weiß es jetzt gar nicht. Hier habe ich noch was stehen. Stopp, ist es dabei? Ansonsten sind sie mir im Auto aus der Tüte gefallen. Nein, hier sind sie. Ah, genau. In den Grüntönen. Und wie gesagt, da kann man unheimlich schöne Kartenhintergründe mitmachen. Und aufgrund dessen durften die jetzt auch noch mit. Boah, bin ich doch froh, dass ich es gefunden habe. Ja, Weihnachtszeit, Kerzenzeit heißt Feuerzeugzeit. Seitdem ich nicht mehr rauche, habe ich natürlich auch keine Feuerzeuge mehr im Haus. Also brauchte ich auch mal wieder eine Packung Feuerzeuge. Dann habe ich noch gefunden diesen Embossing-Folder. Ich mag das zwar eigentlich nicht hier mit diesen, ja, wie soll ich sagen, Löchern, die da drin sind, weil ich finde das irgendwie doof, weil dieses Loch wird ja doch nicht mitgestanzt, aber halt nur nicht mitgeprägt. Aber ist nicht weiter tragisch. Ich fand unter anderem diese Vögelchen total niedlich. Oder? Guck mal, sind die nicht... Achtet, ich hol sie raus. Also ich finde, mit dem Licht von der Kamera blendet alles noch viel, viel mehr als mit meinem Licht, was ich sonst habe. Aber ist ja nicht tragisch. Hol mal raus und gut ist. Also das ist dieser Folder. Seht ihr, da ist so ein Loch drin, aber ansonsten halt so süße Zweige oder schöne Zweige. Daher durften die mit. Ja, und diese... Sind die nicht niedlich? Die blenden immer noch. Schade. Moment. Einen haben wir ja noch, ne? So, machen wir mal eine Seite Folie ab und legen sie da drauf. Ich glaube, jetzt geht's besser, ne? Also ich finde die unheimlich niedlich und von daher durften die auch mit, wozu man nicht so ein Holzherz benutzen kann. Dann habe ich noch Kuchengäbelchen gekauft, auch ganz unspektakulär. Bindedraht halt für Gestecke und Kränze. Dann habe ich Furnish gekauft und zwar Acrylfurnish in Gloss und in Matt, weil ich das mal an einem Mixed-Media-Projekt testen möchte, ob man es damit noch versiegeln kann. Vielleicht, liebe Birgit, wenn du mir zuguckst, hast du das auch schon mal ausprobiert und kannst mir schon einen Erfahrungsbericht geben oder ob ich das wirklich nur für Acrylfarbe benutzen kann. Kannst mir ja mal Bescheid sagen, wenn du mein Video siehst. Wäre ganz lieb von dir. Dann war ich in der Kinderabteilung. Und was habe ich gefunden? Ein Whey Puncher. Fand ich total niedlich. Dieser Whey Puncher hat einen kleinen... Boah. Das ist kindersicher eingepackt. Das soll doch für Kinder sein. So.
dieser Whale Puncher hat einen kleinen Stern, den er ausdruckt, puncht. Aber ich fand den so niedlich. Gucken wir doch mal gleich, wie das Sternchen aussieht. Och, ist der drollig. Oh, guckt mal hier. Ein ganz kleines Sternchen. Guck, da hat das Loch ein Sternchen. Ist der nicht süß? So Konfetti-Art. Hat man einiges zu tun, aber die Punch ist doch genial, oder? Ja, manchmal muss man auch mal durch die Kinderabteilung schlendern. Das muss da hinten zu Plastik. So, dann habe ich mitgenommen für unseren Vorgarten. Und zwar hatten wir immer so einen Sternenregenbogen. Also nicht Regenbogen, also das sah aus, als würden die Sterne aus der Stange rausgehen. Die waren aber letztes Jahr kaputt. Also mein Hase hatte die schon jahrelang. Und die waren jetzt für 5 Euro. Es sind 5 Stück, die zwar batteriebetrieben sind, aber mit Timer. Und ich denke, da kann man ja sagen, okay, abends 6 bis 10 gehen die Dinger an und morgens 6 bis 8. Und wenn sie halt leer sind, tut man dann neue Batterien rein. Man kann ja auch gucken, ob man vielleicht aufladbare Batterien nimmt. Dann ist das auch nicht so eine Verschwendung in dem Sinne. Aber ich fand das einfach eine süße Idee. Gerade bei uns ist es relativ dunkel. Wir wohnen nicht an der Hauptstraße, sondern an der Nebenstraße. Und da ist auch nicht so viel Beleuchtung. Also von daher ist das echt schön, wenn man das machen kann. Und hier hat man halt einen Timer on oder off. Und ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Auch wie man den einstellen muss. Aber das steht bestimmt ja auch alles in der Beschreibung. So, das war auch noch ein, und noch ein sperriges Teil. Und zwar, da kommt der Kastenzettel vom HEMA raus. Dieses Dekobrett habe ich mir noch mitgenommen. Was ich natürlich immer doof finde, dass sie das hier irgendwie dran tackern mit ihrem Garn. Das braucht kein Mensch, aber egal, kriegen wir auch schon irgendwie ab. Na, komm raus. Ja, würde ich wohl abschneiden müssen. Also finde ich irgendwie doof, dass da, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Hier sind so Nieten reingedonnert und da ist dann so ein Kordel dran mit so einem Etikett. Da könnten sie auch hinten drauf wie hier kleben und gut wäre. Aber naja, es soll ja alles so natürlich immer aussehen. Ich frage mich immer, wer sich davon blenden lässt. Ah, das ist auch mein Actionzettel. Juhu. Also, wenn ihr noch irgendwo zu Fragen habt, meldet euch. Dann war ja, wie gesagt, hatte ich überlegt, ein December Daily zu machen. Dafür habe ich mir hier die 2 Journals mal mitgebracht. Das weiß ich noch, die waren 3,59 €. Und wie gesagt, ich bin ja der Rosa-Fan, aber eigentlich wollte ich es auch eventuell in Schwarz-Weiß ja machen. Also von daher, da ich mich noch nicht entschieden hatte, habe ich beide mitgenommen. Aber ich denke, ich werde jetzt auf das Schwarz-Weiße ausweichen und das Ganze in Schwarz-Weiß machen. Ja, vielleicht werde ich dann dieses in mein Überraschungspaket für die 200 Abonnenten packen. Da habe ich ja noch nichts fertiggestellt. Und ich finde, das ist schon ein schöner, ein Teil eines schönen Preises. Das wäre ja nicht alles. Aber ich denke schon, dass ich das dann eventuell verschenken werde. Mal gucken. Entweder das oder das. Sind beide gleich. Ich mache jetzt mal das auf, weil ich mich sehr wahrscheinlich für das Schwarze entscheiden werde. Wie gesagt, dieses December Daily auch in Schwarz-Weiß-Gold sein sollte oder wird eventuell. Dann fände ich, wäre das ja schon mal die perfekte Grundlage.
Also ist im Prinzip aufgebaut wie mein großer Planner. Halt, ja, ein Drittel vom Preis. Aber hier sind auch die Seiten punktiert, liniert. Die werde ich auf jeden Fall rausnehmen. Ja, und die Uni, die können bleiben, aber liniert ist wirklich nicht meins. Also von daher werde ich die auf jeden Fall ersetzen. Ja. Oh, schön. Die finde ich also sehr, sehr schön hier. Januar, Februar, March, April, Mai, June, Juli. August, September, Oktober, November, December. Yes, December. Oh, wie schön. I said with flowers, smell the rose, a special day. Herzchen, ja, hier so Ecken, Pflanzen. Und jetzt wird's, oh, jetzt wird's klein. Sekunde, Brille. Ja, ich habe mir sogar eine Brille dabei. Work like girls, party, love it, yoga, meet. Fun, later, done, block, idea, great, sweet, free, late, tea, jam, hello, love, gym, Herzstern, magic, yeah, goals, new, home. Ja, also ein paar schöne Sticker, die dabei sind. Walking on the sunshine, block, let's party, be your own kind of beautiful, like, let's go outside, floral, hello, enjoy, thanks, what a lovely day it is, a special day, travel log, lovely notes to do, my mini monthly planner oder planner, trackers and take it slow. Also die Sticker sind natürlich auch mega schön. Hier sind natürlich auch diese Fächer. Das kann ich, ja, hier hinten ist auch noch ein Fach. Hier ist auch eine Stifterhalterung, also von daher alles perfekt, alles schön. Einzigste, was jetzt hier nicht sein sollte, wäre, dass das in grün ist und hier rüffelt es auch so ein bisschen. Also das werde ich auf jeden Fall, das ist schon putt, das werde ich auf jeden Fall wegmachen. Oder versuchen, andersweitig anzukleben, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich sehe es gerade, es ist kaputt, also vielleicht schnürke ich es einfach ab und lasse es als grünes Eckchen raushängen. Weil, aber man muss da mit dem Feuerzeug eben dran vorbeigehen, sonst, also so mal flamen, dann verbrennen hier die Kunstfasern und dann riffelt es auch nicht weiter aus. So mal als kleiner Tipp. Ja, und das hätte auch in einem Schwarz am besten noch in Gold sein können. Egal, also das sind die Planner, die habe ich mitgenommen. Dann habe ich noch mitgenommen, oh, Tasche so weit unten. Ich versuche das gerade alles mal rauszukramen hier. Dann muss ich mich nicht jedes Mal so bückeln. Für mein Bastelzimmer eine LED-Lampe mit warmweißem Licht mit 810 Lumen. Also das ist meine Lampe, die ich immer benutze zum Filtern, zum Filmen. Und die flackerte gestern so ein bisschen. Ja, dann habe ich gedacht, muss ich die mal austauschen. Dann habe ich diesen Weihnachtsblock in klassisch rot, grün. Ne, die klassischen Farben halt einmal mitgenommen, weil ich fand den eigentlich, ich mag grün. Also mein Freund liebt grün und seit einiger Zeit mag ich auch grün. Also ich habe ja auch mein Wohnzimmer inzwischen grün gestrichen. Also so ein, ja, so ein helles Mint, aber mit einem Gelb-Touch. Also nicht so einen kühlen Touch, so einen gelblichen, warmen Touch. So, dann habe ich mitgenommen diese Essence Plate Mate, aber auch nur aus dem Grund in golden, um mal selber einen Planner draus zu machen. So. Ne? Dass man das so eigenständig mal macht. Also, ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ansonsten, we will see. Also, hier ist einfach nur nochmal so eine
Schutzschicht drauf. Also das ist zwar auch glänzend, aber da ist nochmal eine Schutzschicht drauf, dass das nicht beschratzt wird oder so. Keine Ahnung, warum das doppelt ist. Ja, jetzt fallen meine Pinsel schon runter. Dann habe ich gefunden für den Weihnachtstisch diese Strohhalme mit Sternen. Da kann man dann jeweils so einen Anfangsbuchstabe ausdrucken und draufkleben. Dann weiß jeder, was sein Glas ist. Hauptsächlich aber auch, weil der Sohn von meinem Schatz hat also eine körperliche Behinderung. Also nicht geistig oder so. Und der ist ein schlaues Kerlchen und pfiffig. Und der benutzt immer Strohhalme. Ja, und dann fand ich das einfach eine süße Idee, dass wir alle mal einen Strohhalm benutzen, nicht nur er. Und von daher habe ich gedacht, könnte man das mal so als Gag machen. Jeder hat seinen eigenen personalisierten Strohhalm. So, die Tasche ist leer. Jetzt ist es halt nur noch das, was hier auf dem Tisch liegt. Wir sind gleich durch. Juhu, wir haben es gleich geschafft. Cardstock. Nein, Double Cards. Also in Grau, Weiß und Schwarz. Rohlinge, 8 Stück mit Umschlägen. Fand ich schön für die Weihnachtszeit. Muss man nicht alles selber machen. Sind dann 16 Karten, wo man schon mal das Grundwerk gespart hat. Eine Schere in groß, die hoffentlich etwas besser schneidet als die anderen. Wo ist denn? Achso. Ja. Da ist sie. Genau. Und dieselbe nehme ich nochmal in klein. Die sind für meinen Bastelbereich. Die waren 59 und 69,59 Cent. Oder die waren ganz günstig. Also zusammen glaube ich gerade mal etwas über einen Euro. Ja, und dann habe ich noch, die waren in der Werbung diese Woche, diese Mini-Lights. Gehen auch auf Batterie. Aber da möchte ich auch mit euch noch eine Weihnachtsdekoration mitmachen. Also von daher habe ich die noch mitgenommen. Achso, ja. Dieselben Strohhalme jetzt nochmal für Silvester. Also die einen für Weihnachten, die anderen für Silvester. Oh, ich habe gleich gar keinen Platz mehr auf meinem Platz. Oh. Dann brauchte ich noch... wie heißt er? Oh Leute, komme ich jetzt drauf? Sekundenkleber. Boah, ja, hier steht Superglue und ich kam nicht drauf. Also Sekundenkleber, den habe ich mir auch noch mitgebracht. Dann habe ich mal All-Purpose Glue. Also der soll wohl alles kleben. Eine, das ist. So, und dann mache ich ja gerne, wenn ich so Sachen verschicke, tue ich immer noch gerne so Beauty-Produkte bei. Und dann habe ich einfach mal was genommen, was in der Winterzeit eigentlich jeder brauchen kann. So Lipgloss, und ich fand die eigentlich total süß, weil die in der Herzenform sind. Und da habe ich dann einfach mal 4 Stück mitgebracht. Es gab leider nur die beiden Farben und das waren auch, glaube ich, die letzten. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, es waren die letzten. Also ich fand die süß und die durften dann auch noch mit. Und zum guten Schluss habe ich noch dieses North Pole Post Office. Also werden hier immer Weihnachtskarten gesammelt. Entweder hängt man die an der Kette auf, am Fenster oder sonstiges. Aber ich habe gedacht, das ist auch eine schöne Idee, die einfach mal in eine Kiste zu tun. Und die darf dann auch jeder immer lesen und durchgucken. Also das ist hier so. Aber, oh, wieso ist jetzt das Licht ausgegangen? Keine Ahnung. Wieso ist jetzt mein Kameralicht ausgegangen? Aber, Moment. So, da kam gerade eine Mitteilung, die musste ich wegmachen. Aber ich möchte die noch für was anderes benutzen. Und wenn es soweit ist, erfahrt ihr das. Das ist immer so witzig. Ich zeige euch die ganze... Aber ihr seht dann ja natürlich auch, dass ich es benutze. Also von daher
denke ich mal, ist das ja natürlich auch für euch schön, wenn ihr seht, okay, ich kaufe den Kram zwar, aber ich benutze ihn auch. So, das war's schon wieder. Das war mein Action Haul. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt besseres Wetter hier, nieselt und regnet, aber alles gut. Wer mich weiterhin abonnieren möchte, guckt auch auf die Glocke, dann seht ihr, verpasst ihr kein Video mehr von mir. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Eure Biggie. Ciao, ciao.